Welcher Pokémon-Fan kennt es nicht? Die neue Generation steht vor der Tür, man hat seine favorisierte Edition vorbestellt und freut sich am Release-Tag auf einen gemütlichen Abend. Man kann es kaum erwarten, die neue Region zu erkunden, die dort lebenden Pokémon zu fangen und ein kunterbuntes Abenteuer zu erleben. Das bin ich. Jedes Mal aufs Neue. Und das, obwohl ich mit dem Prozedere eigentlich schon vertraut sein sollte. Wenn du unsere schriftliche Review bereits gelesen hast, kannst du dir vermutlich schon denken, dass Pokémon Karmesin und Purpur nach unseren ersten Spielstunden keinen wirklich positiven Eindruck hinterlassen haben. Der Pokémon-Fan in mir möchte diese neuen Editionen lieben und weiterempfehlen. Der Journalist in mir möchte mich vermutlich ohrfeigen und mich fragen, warum ich nach knapp 3 Jahren schon wieder den gleichen Fehler begehe. Selbst ich hätte in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht, dass mich ein Pokémon-Spiel mit so vielen Baustellen erwartet. Aber fangen wir von vorne an. In Pokémon Karmesin und Purpur schlüpfst du in die Rolle eines neuen Schülers der Trauben- oder Orangenakademie. Eine Lehranstalt im Zentrum der Paldea-Region mit einer Geschichte, die jede andere Ausbildungsstätte alt aussehen lässt. Leute aus allen Regionen reisen nach Paldea, um an der Akademie zu studieren. Noch bevor du dich auf den Weg zur Schule machen kannst, startet dir Direktor Clavel einen Besuch ab und hat gleich 3 Pokémon im Gepäck. Filori, Krokel und Quax. Eines von den 3 Kleinen darfst du dir aussuchen. Der aufmerksame Zuhörer hat hier bereits erkannt, dass die Story für ein Mainline-Pokémon-Spiel eher untypisch ist. Man hat nicht die immer gleiche Aufgabe von einem Professor erhalten, den Pokédex zu füllen und ganz nebenbei 8 Arena-Leiter zu besiegen. Klar, es gibt 3 unterschiedliche Storystränge, von denen einer den Weg des Champs darstellt. Aber es ist eben nicht mehr deine Hauptaufgabe, sondern eine von 3. Im Grunde gibt dir das Spiel alles in die Hand und lässt dich deine eigene Reihenfolge festlegen. Die Gewichtung ist anders. Und das ist eine super Abwechslung. Auf dem Weg zur Akademie begegnest du den legendären Pokémon Miraidon oder Koraidon, die sich nach einer heiklen Rettungsaktion anschließen. Auch das ist eine gern gesehene Abwechslung. Welcher Trainer kann schon sein Abenteuer mit einem legendären Pokémon beginnen? An der Akademie angekommen, heißt es erstmal Schulbank drücken. Nach einigen Monaten ist schließlich der große Tag gekommen. Im Rahmen einer Projektarbeit beauftragt Direktor Clavel dich und all deine Mitschüler mit der sogenannten Schatzjagd. Im Grunde handelt es sich hierbei um eine große Erkundungstour, bei der du dein ganz persönliches Abenteuer erlebst. Wohin es dich verschlägt und welchen Schatz du dabei findest, bleibt ganz allein dir überlassen. Apropos Mitschüler. Schon sehr früh lernst du deine Klassenkameradin Nimila kennen, die nicht genug vom Pokémon-Kämpfen kriegen kann. Und tatsächlich ist sie seit langem endlich eine Rivalin, die anständig geschrieben wurde und keine totale Nervensäge verkörpert. Als eine Schülerin mit dem Champ-Rang ist sie einem Haus hoch überlegen, weswegen sie Direktor Clavel darum bittet, sich ebenfalls ein Starter-Pokémon aussuchen zu dürfen, um mit dir einen Neuanfang zu starten. Leider wählte Game Freak erneut einen falschen Weg bei der Partnerwahl des Rivalen. Nimila sucht sich nämlich immer das Pokémon mit dem Typen Nachteil aus, wodurch der erste Kampf gegen die neue Kontrahentin alles andere als herausfordernd ist. Ich finde es leider sehr schade, dass sich Game Freak seit Pokémon X und Y dazu entschieden hat, dem Rivalen das Starter-Pokémon zu geben, das einen Typen Nachteil gegen das eigene hat. Klar, es ist einsteigerfreundlicher und soll vermutlich einen fairen Einstieg in die Typeneffektivität geben. Umgekehrt würde das allerdings auch funktionieren und dem Spieler signalisieren, dass schleunigst ein Pokémon gefangen werden muss, um den Starter des Rivalen zu kontern. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeiten von Pokémon Rubin und Saphir zurück, wo ich mir ein Mikes Reptin die Zähne ausgebissen habe, weil ich keine Attacke hatte, um es effektiv zu treffen. Aber genug von der rosaroten Brille. Was die Kämpfe angeht, hat Game Freak das Rad nicht wirklich neu erfunden. Sie sind im Grunde wie immer typische Pokémon-Kost, machen aber trotzdem Spaß und haben fetzige Musik, bei der man gerne mal anfängt mit dem Kopf zu wippen. Allerdings gibt es eine Änderung, welche die Gefechte zu einem ungewöhnlichen Erlebnis macht. Wenn man ein wildes Pokémon angreift oder einen Trainer anspricht, entsteht ein Kampf direkt an Ort und Stelle. Es gibt also keinen Mapwechsel, wodurch so ziemlich jedes Kampfareal, um es einfach zu sagen, nach nichts aussieht. Zwar kann man in diesen Gefechten die Kamera frei bewegen und so platzieren, wie man möchte, aber leider hilft das relativ wenig, wenn das eigene Pokémon zur Hälfte im Wasser steht oder man sich direkt neben einer riesigen Mauer befindet. Nur die wichtigen Storykämpfe haben eine feste Kameraposition und diese glänzen wirklich im Vergleich zu allen anderen. Und das ist sehr schade. Auch Clipping-Fehler durch eine Kombination aus einer erhöhten Position oder der falsch platzierten Kamera waren enttäuschenderweise keine Seltenheit. Oder es passiert das hier. Oder das. Lass mich das Paternirage im Pokémon ansprechen. Karmesin und Purpur sind alles andere als ein technisches Powerhouse, sowohl was die Leistung als auch die visuelle Qualität angeht.
Abstürze zwangen mich zum Neustart, Lags und Slowdowns sind im Grunde dauerhaft vorhanden, aus dem Nichts ploppen Pokémon oder andere Modelle auf, die Ladezeiten waren anstrengend, Texturen sahen aus der Nähe so undetailliert aus, dass ich förmlich die Pixel zählen konnte, Sprites erscheinen erst, wenn du praktisch auf ihnen stehst, das Spiel kürzt die Animationen bei allem, was 5 Meter entfernt steht, um die Hardware zu schonen, und selbst die Pokébälle bleiben nach dem Fang eines fliegenden Pokémon in der Luft hängen. Weil man offensichtlich den Code dafür nicht geschrieben hat. Während des Tests hatte ich manchmal das Gefühl, dass in meiner Switch in Wirklichkeit ein kleiner Hamster auf seinem Rennrad für die Performance des Spiels sorgt. Und jede kleine Pause, die sich der arme Nager gönnt, sorgt für Einbrüche der Framerate. Das muss man sich übrigens mal auf der Zunge zergehen lassen. Entweder ist Game Freak ein wirklich unbegabter Haufen, oder dem Entwicklerstudio ist es wirklich egal, was aus ihrem Spiel geworden ist. Wenn dein eigenes Spiel komplett überflutet mit Bugs ist und nicht mal eine einigermaßen stabile FPS von 30 hat, stellt sich mir ernsthaft die Frage, ob Karmesin und Purpur dieses Jahr schon hätten erscheinen sollen. Dass die Nintendo Switch mit Pokémon Karmesin und Purpur an ihr Limit gekommen ist, lasse ich übrigens nicht als Argument gelten. Ältere Titel wie Legend of Zelda Breath of the Wild zeigen, wozu die Hybridkonsole fähig ist. Zugegeben, manchmal waren die Pannen wirklich lustig. An einer Stelle wurde ein Trainer unsichtbar und nur sein Pokéball war noch zu sehen. Oder mein Krokel entwickelte sich auf dem Wasser, weil es scheinbar eine gute Idee von Game Freak war, sich Mapwechsel bei quasi jeder Mechanik zu sparen. Das ist zwar witzig, aber ändert nichts an der Tatsache, dass die Aufmachung von Karmesin und Purpur dem eigentlich anständigen Weltdesign nicht gerecht wird. Trotzdem gibt es Dinge an Pokémon Karmesin und Purpur, die durchaus gelungen sind. Die Musik von Toby Fox ist eine Stärke. Fast so gut wie das Soundtrack von Pokémon Schwert und Schild. Und die Handlung ist, sagen wir mal, ein gut gemeinter Versuch, über härtere Themen wie Mobbing zu sprechen. Die Benutzeroberfläche hat sich allgemein verbessert, die Open World ist, zumindest in der Theorie, eine gute Idee und die Terra-Kristallisierung, die neue Mechanik, die es dir erlaubt, den Typ deines Pokémon zu ändern, fügt ein interessantes taktisches Element in den Mix ein, bei dem du die Schwächen deiner Pokémon gegen andere austauschen kannst. Die Frage ist auch, ob eine Open World überhaupt nötig ist. Das beweist der Konkurrent Temtem. Pokémon Karmesin und Purpur hätten ein heller und kühner Einstieg sein sollen, der die Serie für künftige Erweiterungen vorbereitet. Aber der Versuch, die Serie zu modernisieren, hat nicht wirklich funktioniert. Und die Kopfschmerzen durch die wirklich miserable Performance sind auch nicht gerade hilfreich.